Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten kleinen Tutorial auf Walidsky, nicht Walidsky LP, wie ihr es sicher schon bemerkt habt. Und zwar habe ich schon mal öfters die Frage bekommen, wie man denn Spielerbilder im Fußballmanager 2010 einfügen kann oder allgemein im Fußballmanager. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht wirklich großartig jetzt von den 2011er und 2012er Fußballmanager, würde ich erstmal sagen. Ich glaube, beim 2011er war es noch gleich, beim 2012er weiß ich es noch nicht, habe ich noch nicht gespielt, daher weiß ich das leider nicht. Und ja, wenn ihr zum Beispiel gerne Spielerbilder haben wollt, geht einfach hier zum Beispiel auf fm-arena.de. Dort gibt es eine schöne Kategorie namens Downloads und Fußballmanager 2010. Geht einfach rauf und dann kommt eine Werbung, die könnt ihr allerdings schließen. Und ja, seht zum Beispiel hier FM10 Spielerbilder. Könnt ihr euch dann zum Beispiel da Spielerbilder raussuchen. Allerdings müsst ihr auf dieser Seite angemeldet sein, ist allerdings alles kostenlos, also keine Angst, dass irgendwelche Gebühren anfallen. So, und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben zum Beispiel den Fußballmanager 2010 Ordner. Habt hier den Editor, startet diesen Editor einfach mal. So, und ich möchte euch jetzt gerne anhand mal eines Spielerbildes zeigen, und zwar, was ich mal selbst gemacht habe. Ich gehe zum Beispiel hier auf den Hamburger SV, zweite Mannschaft, dann hier auf den Miroslav Stebanek. Und ja, hier bei Aussehen könnt ihr gucken, ob der Spieler ein Spielerbild hat. Und was ihr hier seht, zum Beispiel dieses Feld ist leer. Das bedeutet, er hat kein Spielerbild. Wenn ich zum Beispiel auf die erste Mannschaft gehe und mir dann den Ciro-Bild angucke, seht ihr hier, der hat eins. So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel gerne für den Miroslav Stebanek ein Bild haben möchtet, müsst ihr einfach mal gucken. Hier, die Porträtdatei ist Stebanek MI 1501-1990.tga. So, wenn ihr jetzt ein Bild zum Beispiel habt von dem guten Miroslav Stebanek und das auch schon als TGA-Datei und auch schon installiert habt, irgendwo, meinetwegen die Datei liegt bei euch auf dem Desktop. So. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, wir gehen jetzt einmal raus. Ja, also ihr müsst euch merken, Stebanek.mi, also ihr müsst euch eigentlich den Porträtnamen bloß merken. So, wir schließen jetzt einfach mal den Editor. Und ihr seht zum Beispiel jetzt hier, ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm eine Datei neben Stebanek.mi 1590. Also es steht eigentlich bloß für seinen Geburtstag, 15.01.1990. So. Das ist eine TGA-Datei. Die habe ich mal selbst gemacht damals. Und das müsste eigentlich bloß in den Ordner. Jetzt mal hier, Fußballmanager im Ordner Dokumente. Im Ordner Dokumente gibt es einen Ordner namens Fußballmanager. Geht in diesen rein. Dort findet ihr den Ordner namens Graphics. In dem Ordner Graphics findet ihr die Datei oder den Ordner Portraits. Geht dort rein. In diesen Portraits-Ordner findet ihr den Ordner Players. Ist ja klar, für Spieler. So, und in diesem Ordner findet ihr den Ordner wiederum 160x160. Das steht für die Bildgröße. So, und hier seht ihr zum Beispiel schon Spielerbilder, die ich eingefügt habe. Das kommt, ja, hier seht ihr sehr viele japanische Namen, weil es eben halt von einem Japan-Datensatz ist. So, und jetzt, ihr müsst eigentlich bloß diese Datei in diesen Ordner schieben. So, jetzt seht ihr hier, hier ist jetzt die Datei Stebanek MI 1501-1990. So, jetzt gehen wir wieder in den Editor rein, starten den einmal und gehen auf den Hamburger SV, zweite Mannschaft, Miroslav Stebanek, Aussehen und siehe da, das Bild ist da. Also im Grunde ist es ganz einfach. Ihr müsst einfach bloß in den Editor gehen, euch den Spieler raussuchen, von dem ihr gerne ein Porträt machen möchtet oder allgemein eins habt. Gucken, wie die heißt. Aha. Okay, so muss die Datei heißen. Und kopiert diese Datei einfach bloß in den Ordner 160x160. Eben halt Fußballmanager 2010, Graphics, Portraits, Players 160x160. Und ja, das war's eigentlich jetzt erstmal. Das nächste Mal könnte ich euch ja eventuell erklären, wie man einen Datensatz richtig installiert, weil da, glaube ich, gibt es auch öfters mal Probleme oder zum Beispiel, wie man allgemein ein Spielerbild erstellt, das kann ich zum Beispiel auch machen. Also ihr könnt mir gerne mal Feedback dalassen, ob euch vielleicht das Video jetzt geholfen hat oder nicht. Und ja, ich sage jetzt erstmal ciao, ciao
und bis zum nächsten Mal.